Hallöchen, meine lieben großen Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alan Wake an dem heutigen Dienstag. Ja, wo ich das letzte Mal war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt eine verdammt lange Session vor mir habe. Ich muss jetzt ganze 10 Folgen am Stück aufnehmen. Die Shotty nehme ich mit. Ich möchte aber gerne die Pistole ausgewählt haben. Ich hoffe, ich habe die Soundeinstellungen nun besser. Ist das Bobby oder wer? Ja, ist Bobby. Al! Du lebst! Hauen wir ab. Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry! Ich habe es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also, Barry! Ich hab ihn gleich, nur keine Sorge! Okay. Okay. Mach schnell, Barry! Ja, bin schon dabei! Komm, schmeiß eine Flare! Kann nicht weit sein! Einen Augenblick, Al! Oh Mann! Mist! Oh, ich habe eine Münze gefunden! Oh, du sollst keine Münze... Mist! Mist! Boah! Alter, der ist so dumm, der Junge, ne? Der ist so dumm. Schnell die Shotgun auswählen. Ich will die Pistolenmuni will ich mir aufbewahren. Schnell die Shotty auswählen. Ja, ja. Mach schnell, Barry. Ja, bin schon dabei. Er kann nicht weit sein. Einen Augenblick, Al. Scheiße. Oh, ich habe eine Münze gefunden. Du sollst keine Münze finden. Ich hab ihn. Nein, warte, es ist ein Zweig. Hallo, Flair. Oh, ich habe keine Flair mehr. Alter, ich habe nur 2 Flairs, so eine Scheiße. Oder waren das 3? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ist gut. Ist gut. Hallo, Wegsequenz. Mach schnell, Barry. Ja, bin schon dabei. Oh Mann. Flair. Er kann nicht weit sein. Einen Augenblick, Al. Boah. Ich habe eine Münze gefunden. Wie oft noch? Keine Münze. Mist. Ich hab ihn. Nein, warte, es ist ein Zweig. Och, Mist. Mist. Hier ist er! Ich hab den Schlüssel! Ernsthaft? Los! Boah! Al, bitte sag mir jetzt, dass wir auf dem direkten Weg sind zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was? Für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Ich
Ich bin verrückt, aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es, Al. Du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ. Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken, das Dunkel. Was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, Al! Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Oh, ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al! Alles okay! Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al! Ich warte dort! Barry! Warte auf mich, okay? Al, ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Okay, da unten war Barry gerade. Der lief da unten jetzt gerade vor. Da unten läuft er. Da sieht man ihn bewegen. Wir beeilen uns jetzt auch mal, dass wir da hinkommen. So. Warte kurz. Nicht schlimm. Okay. Da laufe ich nicht lang. Ich gehe auf Nummer sicher. Jetzt kann er nicht mehr sprinten. Hütte. Och nee. Och ja, ist klar. Hau mich fett in die Fresse, Junge. Ist hier was? Irgendwas. Hängt hier nur eine Manuskriptseite? Keine Waffe? Mist. Dann horchen wir mal rein. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Aha. Und Frame... Oh mein Gott, die Frame bleibt stabil. Und jetzt habe ich Probleme. Hoppa. Da hinten ist eine Thermosflasche. Die sehe ich von hier bis hier hinten blitzen. Schubkarre. Hm.
Geh weg! Geh weg, Junge! Oh, in den Rücken! Wie fies! Nee! Nee, 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 nee. Oh, jetzt bin ich tot. Meine Fresse, ist das schwer. Problem ist, ich habe aber auch keine Taschenlampe. Ich darf nicht so viel sprinten. Ich muss ein bisschen aufpassen. Mit dem Sprinten. Kurz die Uhr im Auge behalten. So, wir holen jetzt aber wirklich noch alles. Da laufe ich jetzt noch hin und hole das. Und los. Ja, aber klar, erwischt mich auch sofort, ne? Zack. Huiuiui. Die nehmen wir einfach mal mit. Die haben wir ja jetzt gerade gehört. Damit wir die aber nicht vergessen, nehme ich die mit. So, jetzt renne ich nicht. Jetzt muss ich mal Zeit. Jetzt kommt schon wieder ein Anruf rein. Oh, oh. Hüpfe runter. Ich hoffe, die Engelchen geht dran. Boah, Glück gehabt wahrscheinlich, ey. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Uff, uff. Ich hoffe, sie geht mal so langsam ran. Ich kann gerade nicht rangehen. Muss es klingeln. Tut mir leid für denjenigen, der gerade anruft. Ich gehe aber nicht ran. Schatten krochen über das Tor. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. So, und jetzt brauche ich Strom. Strom finde ich hier oben wahrscheinlich. Aber wer klingelt denn bitte so lange an? So, Engelchen ist jetzt dann doch endlich am Telefon. Ich bin gerade so dumm gewesen und bin runtergefallen, weil es auf einmal reingekommen ist. Ich hoffte, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgen könnte. Ja, erstmal die Manuskriptseite. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Da wollte uns wohl jemand abknallen. Aber, Generator! Gut, dann zerstören wir mal die Tore. Way. Scheiß auf den Damage mal eben. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens eine Tasche. War klar. Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Herz. Okay, du hast Probleme, Junge. Schnell. Ach, Mist. Mist, lauf. Mist, keine Chance. Keine Chance. Alter, wie soll ich das denn hinkriegen?
Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Trust no one in the dark. Ist mir auch schon klar. Omega-3 Fettsäuren sind gut für das Herz. Ja, ist mir bewusst. Scheiße, da kommt noch jemand. Licht! Lauf! Uff! Au! Arschloch! Okay, hier ist nix. Puh! Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Ach, Barry, du bist dumm. Tashi, Licht, Licht. Nehmen wir die Hochleistungstaschenlampe. Hier haben wir einmal eine Thermosflasche, Lithiumbatterien. Ne, die kleine Taschenlampe will ich nicht. Aber mehr haben wir hier auch nicht, ne? Kurz rumgucken. Ne, sowas wie eine Waffe haben sie hier nicht. Scheiße. Gut, aber jetzt haben wir wenigstens eine Hochleistungstaschenlampe. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Gut, dann unser Ziel ist zwar zur Farm zu gehen, aber hier immer ein bisschen gucken, vielleicht finde ich ja irgendwo. Okay, da warten wir, da brauche ich jetzt keine Batterie verschwenden. No battery using. Yes! Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Hä? Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Oh, Moment, Entschuldigung. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Gut, dann hören wir uns jetzt mal das Manuskript an. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Okay, wenn ich das jetzt so deuten kann, dann darf diese Geschichte nie ihr Ende verlieren. Fallen. Okay, Kontrollpunkt. Okay. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. Gut, eine Schotti. Das Gewitter tobte, während die Anderson-Brüder schwankend mit den anderen Patienten die Klinik verließen. Sie wussten, dass sie diesmal nicht zurückkehren würden. Die Dunkelheit um sie brodelte mit Schrecken, doch Thor und Odin hatten keine Angst. Arglist funkelte in ihren Augen.
Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. Gut, meine lieben Freunde, und dann hat jetzt auch gerade der Wecker geklingelt. Wir haben 20 Minuten rum. Ja, dann würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.